Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, heute möchte ich euch mal ein Mod hier vorstellen. Hier handelt es sich um einen Kupater. Ja, ist hier der B7001, kostet hier 6000 Euro. Hier handelt es sich um eine Beta. Finde ich aber echt cool. Ich habe gesehen, also ist Log fehlerfrei. Das andere kann ich euch noch nicht sagen. Das werden wir nachher auch gleich dann feststellen. Ja, er ist auch waschbar und also die Lackierung geht hier auch flöten mit der Zeit. Ja, das gute Stück kostet hier 6000 Euro. Miete sind wir hier bei 306 und wir haben hier eine Leistung von 16 PS, entsprechend hier 12 kW. Manuelle Schaltung, 10-Liter-Tank, 20 haben wir auf der Straße, 532 Kilo. Wir haben den Reifen drauf, den TM700. Ja, finde ich schon mal sehr interessant. Wir haben hier auch Kennzeichenwahl, so wie du es gewohnt bist. Und wir schauen es ein gutes Stück mal genauer an. Jetzt sind wir hier einmal, sieht so her aus. Und einmal hier, also komplett mit dem Verschleiß von dem Lack und natürlich den Schmutz. Ja, ich steige mal auf. Sieht schon mal so her aus. Wir machen den jetzt erstmal wieder sauber. Das sieht dann nachher so her aus. Also dann ist der ganze Lack weg, wie wir hier sehen. Dann würde ich mal sagen, wir steigen auf den anderen nachher auf. Jetzt wieder. So. Atemhütte läuft auch gleich. Boah, 20 km/h. Wie wir sehen, hier auch tut das schon ziemlich, also dynamischen Rauch. Ja, da 10 km rückwärts. Cooper hatte leider noch keine. Vielleicht kriegt er auch keine. Wie wir sehen, hier Anschlüsse hat er, funktionieren. Es fehlt halt hier der Bolzen. Aber schauen wir mal gleich das Ganze uns an. Sieht so her aus. Ja, sieht so her aus, das Ganze. Die Motorleistung zu gering. So. Schauen wir uns gleich mal die Achse mal an, wegen dem Spiel. Ich bin immer gespannt. Das war ein bisschen. Wenn wir sehen, hier die Achse hat ein bisschen Spiel, aber nicht viel. Ist ja auch ein kleiner Schlepper. Bauartbedingt. Gehen wir mal in die Ansicht mal rein. Mal aus. Animiert, außer hier Lenkrad ist da noch nichts. Lenkrad ist ein bisschen eckig, aber ist ja nicht schlimm. Cool finde ich an der Seite her. Jetzt müssen wir mal abscheinen, dass wir es mal sehen. Hier haben sogar ein Typenschild, wie wir hier sehen, hier angebracht. Aufkleber, das Ganze hier vorhanden. Sieht jedenfalls ordentlich was aus. Würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal in die Nacht hinein und schauen das Ganze uns mal noch im Dunkeln an. So, schalten wir einmal F, wie wir hier sehen. Rückfahrlicht hat er nicht, aber Bremslicht. Blinker hat er. Ja, also hinten sehe ich jetzt keine Reflexion, aber können wir ja mal gleich mal. Nein, hinten hat er keine, nach vorne schon. Auf beiden Seiten das gleiche Problem. Wie gesagt, es ist ja hier noch um eine Beta. Der kann ja mit einem Numbet
Nee, Quatsch, Entschuldigung, Fernlichtbelegung ist das hier. Da fällt aber dann nachher das hier. So passt das jetzt. Man muss es also nochmal Licht anhaben, dann passt das auch hier natürlich. Man hätte es halt zuschalten können, aber es bleibt jedem selber überlassen, der was den Mod macht natürlich. Ich finde jedenfalls so, der Mod ist eine coole Sache dafür, dass es eine Beta ist, allgemein. Nur das mit der Textur hier für den Schmutz oder den Verschleiß, also auf maximal, ist das schon extrem, wie wir hier sehen. Das also ist ein bisschen heftig. Ja, ich hoffe, es hat dir hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.